Ja, hallo zusammen. Mein Name ist Willi André. Ich komme aus Düsseldorf-Hamm und wir haben einen Gemüsebaubetrieb in Düsseldorf-Hamm. Und wir sind jetzt aktuell hier auf der Fläche am Rhein in unserer Staudensellerie-Parzelle. Wir sind kurz vor Erntedank. Dementsprechend gibt es zum Erntedankfest natürlich die Produkte, die diesen Sommer gewachsen sind, die jetzt in Ernte sind. Das sind manche Produkte, die sind aufgrund des nassen Wetters etwas besser gewachsen. Andere Produkte wie Tomaten und warmliebende Kulturen natürlich etwas weniger gut gewachsen. Und trotzdem haben wir eine reiche Ernte, die man zum Erntedankfest präsentieren können. Zum Erntedankfest gehen die Gärtner und Landwirte her, spenden ihre Produkte, ihre Waren der Kirche. Dann werden die am Altar aufgebaut und sonntagsmorgens nach der Messe, nach der Erntedankmesse, dürfen wir diese dann auch an die Kinder natürlich verteilen. Ja, die Kiste nehme ich jetzt mit nach Hause. Ich wünsche allen ein schönes, gesegnetes Erntedankfest und alles Gute für die Zukunft.